Dieses Leben ist Spiel und Spaß, Unterhaltung und Ablenkung. Man schaut sich irgendwelche Videos an, ohne Sinn und Ziel. Man trifft sich mit Freunden und tut nichts anderes, als mit ihnen herumzualbern. Andere stürzen sich in die Arbeit und laufen den Traum nach, irgendwann einmal reich zu sein. Wir leben in einer Illusion, als ob wir ewig leben würden. Die Verlockungen der Dunja lassen uns den Sinn des Lebens vergessen. Wir verdrängen die eine Tatsache, die jeden ereilen wird. Die Ankunft des einen, der uns aus dieser Illusion mit aller Gewalt herausreißen wird. Wenn er kommt, gibt es nichts und niemanden, der ihn aufhalten kann. Dieser eine ist der Engel des Todes. Mit seiner Ankunft wird der Schleier, der diese Welt von der nächsten Welt trennt, aufgehoben und die Illusion wird zerstört. Er wird nicht fragen, ob wir alles erledigt haben. Er wird nicht warten, bis wir uns verabschiedet haben. Und es wird uns nicht möglich sein, dann noch Reue für unsere Taten zu zeigen. Unsere Seelen werden aus dieser Welt herausgerissen. Unsere Seelen werden aus dieser Welt herausgerissen und werden in eine neue, uns bis dahin unbekannte Welt gebracht. Diese neue Welt heißt Barzach. Eine Welt zwischen Diesseits und Jenseits. Den meisten ist sie bekannt als das Leben im Grab. Uns erwartet dort entweder ein angenehmer Aufenthalt oder die schlimmsten Qualen. Sobald der Schleier gelüftet wird und wir den Todesengel sehen, werden wir wissen, ob wir zu denen gehören, denen es gut ergehen wird oder eben nicht. In einem Hadith, den Abu Dawud überliefert, wird uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, was sowohl die gläubige Seele als auch die schlechte Seele im Barzach erwartet. Es wird berichtet, dass Malikul Maut zu der gläubigen Seele im Moment ihres Todes sagen wird: Trete heraus, o du friedliche Seele. Trete heraus zu der Vergebung und Zufriedenheit Allahs. Wenn die Seele des Gläubigen diese Aufforderung hört, wird sie aus dem Körper herausfließen, wie ein Tropfen Wasser aus einem Gefäß herausfließt. Die Seele wird leicht und einfach den Körper verlassen und sie fürchtet sich nicht vor dem, was sie erwartet. Der Todesengel wird von zwei Engeln begleitet. Diese beiden Engel nehmen Malikul Maut die Seele aus den Händen und wickeln sie in ein wohlriechendes Leichentuch aus dem Paradies. Sie steigen dann mit der Seele in den Himmel auf, bis sie Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Alle Engel, denen sie begegnen, werden sie fragen: Was ist das für eine gute Seele? Und ihnen wird geantwortet: Das ist die Seele von so und so. Dabei werden sie die schönsten Namen benutzen, um den Toten zu beschreiben. Was für eine gewaltige Ehre dieser Seele bereits ab dem Moment ihres Todes zuteil. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr vorbereitet. Weiter heißt es in dem Hadith: Allah subhanahu wa ta'ala wird sagen: Schreib das Buch meines Dieners in Illiyun und bringt die Seele wieder zur Erde. Denn ich habe meinen Diener aus Erde erschaffen. In die Erde werde ich sie zurückkehren lassen. Und aus ihr hole ich sie wieder heraus. Sobald der Diener wieder in seinem Grab ist, werden die Engel Munkar und Nakir ihn aufsuchen. Sie kommen, um vier Fragen zu stellen. Vier Fragen, die darüber entscheiden, ob der Aufenthalt im Grab ein Paradiesgarten sein wird oder ein Abgrund der Hölle. Sie fragen: Wer ist dein Herr? Die gute Seele antwortet: Mein Herr ist Allah. Was ist deine Religion? Meine Religion ist der Islam. Wer ist der Mann, der zu euch gesandt wurde? Das ist der Gesandte Allahs. Was lässt dich dies wissen? Und die Seele antwortet: Ich habe das Buch Allahs rezitiert, daran geglaubt und es bestätigt. Ein Rufer des Himmels wird rufen: Mein Diener hat die Wahrheit gesprochen. Breitet ihm aus dem Paradies aus. Kleidet ihn aus dem Paradies und öffnet ihm ein Tor zum Paradies. Er wird die wohlriechenden Düfte des Paradieses riechen. Sein Grab wird so weit gemacht, wie sein Auge sehen kann. Und ihm wird ein Fenster geöffnet, durch das er seinen Platz im Paradies sehen kann. Dann kommt ein Mann mit schönem Gesicht, schöner Kleidung und angenehmem Geruch zu ihm. Dieser Mann wird dem Toten sagen:
Freue dich auf das, was dich glücklich machen wird. Das ist der Tag, der dir versprochen wurde. Die gute Seele soll sich darauf freuen, denn auf sie wartet das Paradies, auf das sie ewige Glückseligkeit bekommt. Der Tote wird ihn fragen: Wer bist du? Dein Gesicht verspricht Gutes. Und ihm wird geantwortet: Ich bin deine guten Taten. Stellt euch das einmal vor. Wie groß ist die Vorfreude, wenn ihr auf etwas wartet, von dem ihr wisst, ihr werdet dort einen riesen Spaß haben. Die Seele wartet nicht auf etwas so Einfaches wie ein Urlaub oder ein Wochenendtrip. Sie wartet auf das Paradies, auf Al-Jannah, dessen Freuden und Genüsse jede Vorstellungskraft übersteigen. Im Diesseits muss der Muslim sich zurückhalten. Er unterwirft sich dem Willen des Erhabenen und dafür nimmt er Abstand von Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Er nimmt Abstand von verbotenen Beziehungen und trinkt nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Denn die Zufriedenheit des Barmherzigen ist dem Muslim wichtiger als seine eigene Neigung. Den Paradiesbewohnern werden alle ihre Wünsche gewährt. Jeder Paradiesbewohner bekommt gewaltigen Luxus und wird wunderschön sein. Und er wird niemals müde oder traurig. Stellt euch die Freude der guten Seele in diesem Moment vor. Der Tote, der in seinem Grab liegt, wird sich so sehr darüber freuen, dass er sagen wird: Ja, Rab, lass die Stunde beginnen! Ja, Rab, lass die Stunde beginnen! Dies ist der Zustand einer Seele, der in der Dunya nach Allahs Wohlgefallen gesucht hat. Die schlechte Seele aber hat nichts, worauf sie sich freuen kann. Nun hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über die Realität der schlechten Seele berichtet. O du frevelhafte Seele, trete hinaus zum Zorn und zur Wut Allahs. Aus Furcht zieht die Seele sich dann weiter in den Körper zurück. Doch Malik al-Maut wird das tun, was er tun muss. Er reißt die Seele aus dem Körper. So wird die schlechte Seele den Körper mit aller Gewalt entrissen, ob sie sich nun dagegen zur Wehr setzt oder nicht. Die Begleiter des Todesengels sind zwei Engel, deren Gesichter schwarz sein werden. Sie lassen die Seele nicht einen Augenblick in den Händen des Todesengels. Die Seele wird sofort in ein Leichentuch aus einem groben und stinkenden Stoff gewickelt. Dann steigen sie mit ihr in den Himmel auf. Und jeder Engel, an dem sie vorbeikommen, wird sagen: Was ist das für eine böse Seele? Und ihnen wird geantwortet: Das ist die Seele von so und so. Und sie benutzen die schlimmsten Namen, um die Seele zu beschreiben. Die Engel werden die Öffnung des Himmels erbitten, doch es wird ihnen nicht geöffnet. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Gewiss, denjenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die Tore des Himmels nicht geöffnet und sie werden nicht in den Paradiesgarten eingehen, bis ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Allah subhanahu wa ta'ala wird zu den Engeln sagen: Schreibt sein Buch ins Sijil, in der untersten Schicht der Erde. Die schlechte Seele wird dann fallen gelassen, bis sie die Erde erreicht. Die Seele kehrt in seinen Körper zurück und Munkar und Nakir kommen, um auch ihn zu befragen. Die Engel fragen: Wer ist dein Gott? Und die schlechte Seele wird stottern und sagen: Ich weiß es nicht. Was ist deine Religion? Ich weiß es nicht. Wer ist der Mann, der zu euch gesandt wurde? Ich weiß es nicht. Dann ruft ein Rufer aus dem Himmel: Mein Diener hat gelogen. Bereitet ein Feuer aus der Hölle unter ihm aus. Kleidet ihn in einem Gewand aus Feuer und öffnet ihm ein Tor zur Hölle. Aus der Hölle kommen ihm dann die Hitze und der Glutwind entgegen. Sein Grab wird verengt, bis seine Rippen ineinander zerquetscht werden und ihm wird ein Fenster zur Hölle geöffnet. Dann kommt ein Mann zu ihm mit einem hässlichen Gesicht, hässlicher Kleidung und üblem Gestank. Er wird sagen: Freue dich auf das, was dich quält. Dies ist der Tag, der dir versprochen wurde. Er fragt ihn: Wer bist du? Dein Gesicht verspricht Übles. Er antwortet ihm: Ich bin dein schlechter Tag. Wie grausam und fürchterlich ist dieser Moment. Stellt euch vor, in was für einer Panik und Furcht sich die ungehorsame Seele befinden wird. Sie wird gegen ihren Willen aus dem Leben gerissen.
wurde in die schlimmsten Kleider gesteckt. Am Tor des Himmels wurde sie abgewiesen und fallen gelassen. Das Grab wurde zu einem heißen und engen Gefängnis, in dem ihre Rippen ineinander brechen. Und alles, was sie aus dem Leben mitgenommen hat, ist ein stinkender und hässlicher Mann, der sagen wird, freu dich auf das, was dich quält. Ein Fenster vor sich, durch das er sieht, was ihn nach dem Grab erwarten wird. Die Hölle. Diese arme Seele sieht durch dieses Fenster einen Ort, der den Menschen alles vergessen lässt, was ihnen an Gutem jemals passiert ist. Er löscht jede Erinnerung aus dem Gedächtnis. Alles, was er sieht, ist die Folter durch Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala in Jahannam eingesetzt hat. Solche, die weder Erbarmen noch Mitleid kennen. Sie foltern die Bewohner der Hölle, ohne müde zu werden. Das Essen der Höllenbewohner sind dornige Äste, die nicht sättigen, und Früchte von Az-Zaqum, ein Baum, der aus dem Boden Jahannams gewachsen ist. Seine Früchte schmecken widerwärtig und sehen aus wie die Köpfe der Shayatin. Das Trinken ist kochendes Wasser, das ihre Innereien verbrennen und zerreißen lässt. Der Tote wird gewaltige Furcht davor bekommen, was ihm noch erwartet. Und so sagt er, Ja Rab, lass die Stunde nicht anbrechen. Auf diese Art beginnt die Belohnung oder die Bestrafung im Grab. Für die gute Seele wird es leicht und angenehm sein. Doch was die schlechte Seele angeht, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala ist streng im Strafen. Die Art und Weise der Strafe im Grab wurde uns auf vielerlei Art überliefert. So frage dich selbst, wenn bereits die Begegnung mit dem Todesengel und der Aufenthalt in Barzach so gewaltig sind, wie furchteinflüssend muss dann der Tag der Auferstehung oder der Aufenthalt in Jahannam sein? Der Mensch versucht vor dem Tod zu fliehen, doch niemand wird es schaffen. Jeden Einzelnen von uns erwartet die Begegnung mit dem Engel des Todes und die Befragung von Munkar und Nakir. Niemand sollte es riskieren, Allah dem Gewaltigen zu begegnen, während er zornig mit einem ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Strafe im Grab bewahren, uns zu seinen rechtschaffenen Dienern gehören lassen und uns vor seinem Zorn bewahren. Allahumma amin.